Füllung im Erde. Ich weiß, ein Stück weit zurück. Hier ist der Wonderful Life. Kühe haben wir gemacht. Energie haben wir geladen, wenn Kollege Hunger hatte. Dann senden wir jetzt hier weiter. Ja, das passt. 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 Nein. Ja, das passt. Warte mal. Ach, der steht Milch davon. Okay. So. Halt, warte mal. Nicht, dass ich jetzt übertreibe. Und das speichert es nochmal, weil er auf 999 ist. Nein, okay. Sind wir noch weit weg. Ja, ich hab mich wieder reingequatscht. Mann, leg's doch da rein. Oh, da fehlt noch eins. Ich kann leider rauslassen. So. Dann gehen wir jetzt in die Mine eigentlich, hätte ich gesagt. Folgen wir noch hoch. Checken da die Gegend aus. Denn jetzt ein paar Tage noch bis zum Sommer hin. Zum Sommer hin. Bei der Hurricane! Bei! Der Quickie und hallo, du bist hier bei mir gekommen. Wir können unser Daily Rezept noch abholen. Jetzt mach. Kratin. Krator. Kratin. Hallo, Kratin. Ich bin der schöne neue Kratin. Wurde Kusha Mikwach? Monami. Wurde habe Sashimi. Was haben wir denn da, dass du es selbst gemacht hast? Das ist bestimmt richtig angeschränkt. Wie, für mich wirklich, als ob es mit dir nichts ausmacht, danke. Bei ihr hat es was, also so leicht silber-weiß kommt in den Haaren beim, da ist durch ihre rote Hartfarbe. Hartfarbe. Hau rein, Digga! Knacken. Nach Rezept kochen, vorspeisen, Sashimi. Ich schätze, dass wir keinen hätten. Kein Fisch. Achso, über nach dem Fern. Ach man, geh mal nochmal rein. Ja, ja, geh nochmal mit dir. Kratin! Tiefdruck sorgt in diesem Teil des Landes für einen einzelnen Schauer. Ganz so geil finde ich es, wird jetzt auch nicht. Wir warten mal noch ein paar Stunden. Ja, schon mal nix in die Mine wollte ich. Andere Idee noch? Achso, ich dachte Opa wäre wieder da. Ich brauche noch kurz Fisch für Opa. Fisch für Opa! Fisch für Opa! Der Mofa, Opa, ist schon da. Yeah, wunderbar. Opa, Mofa. Mann, Fische, jetzt beiß doch an, verfickt. Ey, Digi, ich hab heute noch was vor. Mann! Schmeiß nicht mal eine Dynamitstange rein. Vielleicht nicht hier, aber dann schwimmst du alles ins Meer raus. Ja, so kann man auch angeln. Will ich's hören, Herbie? Makasaki! Ich hoffe, der ist da. Ja. Da. Plaudern.
Ja, greif zu. So, kann ich jetzt so gehen? Danke. Genügend eingeschleimt. Herobi! Guten Abend. Ich hab's gewusst. Herobi! Unproduktive Anbaumethode hier. Was über die Hälfte. Ja, doch, nee, die Hälfte ist im Arsch. 50%. Und sie jetzt mal durchgezählt, sagen wir nur jetzt zweite Stück bestückt ist. Verstehen ja nichts von der Landwirtschaft, die Vollidioten. Aha, aha, sieht gut aus. Achso, warte. Ho, ho, ho. Apfelspeise, ja, doch. Dafür, dass ich einen Hund kriege irgendwann. Hallo. Kannst mal aufstehen. Mann, das Vibe. Mädel. Danke. Hä? Doch. Keine Freundschaften schließen, der mal herkommt und Leute mal schenkt von da. Halt jetzt. Ich will arbeiten. Doch. Halt knacken. Sie hat eine Goldminze. Will die haben. Ist sogar das Gold, ist cool. Jawoll. Hat man das schon? Kam, Würste, Krone. Sind wir bei 4? Lohnt sich ja regelrecht. Es ist braun, das dürfte so eine Statue sein, ne? Ah, Fossile, okay. Oder das. Brutal. Noch was Goldenes. Dann schon was Interessantes hier vielleicht. Holzpferd. Naja, das ist der Shit. Ich will ein paar Fossile finden. Fehlen nur noch zwei. Drei haben wir schon. Also so Ruhen meine ich. Mokele. Nö. Auch nix. Ein Kristall. Wir haben uns noch die zwei, drei Punkte nehmen wir noch mit. Das andere sind Münzen, die sind Schnuppe. Auch wieder ein Bällchen. Schön, dass wir jetzt so viel Platz haben. Ach, Rot von Statuen, genau. Stimmt. Noch eine Statue. Akine. Magatama-Stein. Das ist so Relikte eher sind das dann, kann man sagen. Ein Kristall wieder drin. Jupp, sehr schön. Zweite Grabung. Das sind Münzen, ist uns egal. Dieses haben wir noch keine gefunden. Ah, da ist jetzt wieder Kristall, okay. Ah, da unten links habe ich immer noch was im Eck. Habe ich gerade gesehen. Müssen wir noch holen. Ja, Mogele ist ein Edelstein. Schön, kauft dir einen Keks. Stimmt, aber bei Wanda Can gar noch gekauft diesmal. Bis jetzt zum dritten Warten wieder. Da können wir uns eine Ziege leuchten beim nächsten Mal, wenn er da ist. Buddel mal hier. Okay. LOL! Oh, epischer Scheiß, Digga, das klappt hier kein Schwein, wir sind auf Nummer. Ja, ich hab am Gerände gebuddelt und hab ne Glüffel gefunden.
Bruni. Scheiße. Ja, ich hab Produktive gehabt, Bruni. Gönnt ja den Shit. Mein lieber Scholli, was ist das denn? Darauf scheint die Versenkung mehr zu sein. Das könnte ein Schlüssel zu... Alter! Zivilisation vergessen, den Kassel! Dein Mund ganz halt auf, was soll ich diese Kondition sagen? Dürfte ich sie erstmal abnehmen? Ha! Ah! Mikrofon im Mund, ich krieg meinem Organ und so weiter so fett, wisst ihr? Natürlich nicht von dir anduschen. Ja! Weiß ich auch, Mogli! Das wäre es. Was? Ach, übrigens, wollte ich dir noch etwas erzählen. Wenn du dich noch an die Tafel, die du ausgegraben hast, Flora und ich haben begonnen, die Inschriften drauf zu entziffern. Hier ist eine uralte Rede, wenn du reinkamierst. Ich nehme an, die passende Übersetzung wäre vielleicht Geduld ist deine Tugend. Die weiteren Details entziehen sich noch meinem Verständnis, aber die Worte gelingen wahr. Langsam, aber sicher werden wir die historischen gemeinsamen Geheimnisse dieses Ortes aufdecken. Auf jeden Fall entschuldige mich dafür, dass ich dich aufgehalten habe. Ich hoffe, wir können weiterhin auf die tatkräftige Hilfe zählen. Erdlegen, halt, du weißt schon. Ich darf den scheiß Dolphin mal krieg. Ja, ich glaube Dolphin. Und mein little Dolphin und der hat mein little Dolphin. Yo, der Schatten ist warm, hat aufgeploppt. Mann, wir hätten Barkeeper noch ein Kind ab in die Stadt nehmen sollen. Vielleicht war der nicht so ein Hurensohn geworden. Was denkst du? Ah ja, so siehst du es als Herbie. Herbie, da unten hat's goldene Pflanzen. Komm, mein kleines Rhinoceros. So. Ah, wie nehmen wir das? Oh, das wird teuer. Dieses Jahr wird es richtig scheiße. Wir werden so Geld rausknallen. Werden ja noch. Schafe hätte ich aus eventuell. Aha, aha, Gary, du altes Ficken. Alter, pupst. Was ist denn hier für ein Gangbanger? Nee, da mach ich jetzt mit. Ja, doch, jetzt wirst du erledigen. Damit, Gary, tut mir leid. Seht ihr, seine Frau verloren hat, daher lade ich ihn ein. Manchmal zum Essen ein. Ja. Erklär mal. Was? Oh, ich muss Essen von dir bekommen, aber super Firma, danke. Oh, das ist mein Lieblings-Bonsai. Und? Willst du auch mal einziehen? Ja. Oh, gut. Wusste ich doch. Ist gar nicht so viel anderes als Landwirtschaft. Da haben wir bestimmt bald ein Hobby gemeinsam. Ja, gut. Komm, Schnina, weg. Knall dir die anderen Weiber im Dorf durch. Naja. Gangbang Party bei Gary. Schon Name für die Folge. Schon ganz cool. Oh, was haben wir da? Was haben wir da? Ein Haufen Geschichte, ja. Ah, du drei. Mann, kann ich das Scheißding machen? Nach Rezept. Salate. Ja, die Erdrotte fehlt noch. Dann müssen wir eine auf Seite legen. Andere müssen wir verarbeiten. Ich habe nach den Hühnern noch nicht geschaut. Kevin, warte mal. Chill. Ne, 4 Stück haben wir schon. Und noch Fisch. Ja, chillt. Kinas. Nein, leg selber ein Ei. So.
Die schreien halt echt so, das ist realistisch. Setz es doch ab, den Hahn. So. Gut. Kelby! Lass mal noch kurz rein. Das große Abpumpen kann beginnen. Das war angenehm, wenn man so früh abpumpt. Haben wir so viel Zeit. Uiuiuiuiui. Schläft. Ist wach. Ah ja, sehr schön. Das ist einmal wieder weiß. Da kommt. Müssen wir gucken, wie gut das war. Pan einfach her und macht's vor. Schlafen, damit die Milch noch eine höhere Qualität erhält. Sie ist zwar noch jung und unerfahren mit Produkten. Ah, guck, sie schläft gleich wieder. Sie will einfach die High-Quality-Milk haben. Sie macht S-Triple-Star. Die hat's halt drauf. So wie sie's gehört. Mau. So. Verarbeiten. Ah ja, ich bin auch so froh, wenn wir dann nur noch 30 Milch haben. Und 4 sind's dann aber halt alles, ne, von einem Schwung. Die Ziege müssen wir halt wahrscheinlich züchten, weil für 40k ist das halt schon scheiße teuer, das Tier. Wir verarbeiten jetzt alles zu Butter, Käse. Oder vielleicht so 5 Mal. Ja. Jetzt komm. Ach, ich kann, denn die braune Milch muss zu Butter verarbeitet werden. Das Witzige ist, habt ihr so vorhin ist es rausgekickt? Weil es nicht oder sonst irgendwas. Die hat Story of Seasons of Wonderful Life. Die ist nicht so weit wie wir jetzt. Die ist noch im dritten Jahr. Und hat schon 80 Stunden. Ich bin jetzt bei 52. Was hat die gemacht? Hat die das Game im Hintergrund laufen lassen? Oder. Das check ich halt nicht. Irgendwas an der Wand, das ist ein Rezept vielleicht, ein Geheimnis. Gib Milch rein, um Käse zu verarbeiten. Butter. Okay, ist nichts, schade. Gut, I'm thinking. Die haben wir jetzt nicht, die würde ich aber gerne kurz auf Kante lagern. Ja, guck mal, eine Angel. Wie gut die Angel ist, wenn man nicht die Fähigkeiten hat. Ja, was ist damit? Ja, was ist damit? Ja, was ist damit? Ja, was ist damit? Kamera? Ich wollte dir nur was zeigen. Kann ich mal hier vorbei? Hallo! Mann! Alter, ich hab schon zurückgefickt und abtrieb manchmal echt. Was denn los? Mach ich Fotos von dir, Nudepics. Komm, jetzt grins mal! Ah, fick dich mit dem Emo, Alter. Aber ich muss ja mal Werkzeug sauber machen. Kamera ist ja auch dreckig. Zwei Denkmale. Ah. Sauerei. Wir gucken mal, was wir noch kochen können. Ziegenkäse, ich dachte so, hä? Ja, machen wir mal. Ach, und Butter. Wir müssen Butter noch einlagern, ne? Geil.
Mal sagen, aber das Schlafzimmer von uns will es gehen, hä? Schön durchlaufen. Wieder spiegeln. Ja. Oh, halt, was? Ich habe beschlossen, den Hof zu übernehmen, wenn ich groß bin. Ich weiß aber nicht, ob ich so gut sein werde wie Papa. Wahrscheinlich nicht, das nervt mich irgendwie. Das Leben in der Tiefsee. Bembros, Kurvata, Chloro, Phalatmus, Speriudius, Parigaster, Knaus, was weiß ich denn? Ja, okay. So, sie hat mein Körper hinkommen. Die Unterschiede zwischen den männlichen und dem weiblichen Körper werden hier comichaft dargestellt. Achso. Wurde 13 Master. Zahlreiche Beschreibungen. Und der Bleistift wurde aus aktueller 13 erstellt. Ja, schlafen. Sakura, gute Nachrichten. Der Ausbau des Scheißes ist abgeschlossen. So rum. Upsi. LOL! Ja. Ziemlich geräumig war es und der Platz sollte für 16 Tiere ausreichen. Es gibt mehr Raum, um richtige Tiere zu suchen. Es können mir immer zwei Geburten gleichzeitig stattfinden. Ich weiß, es ist schwere Arbeit, so viele Tiere aufzuziehen, aber es lohnt sich. Geht schon über die Küche. Was ist denn hier los? Ja, der Rotte blüht jetzt. Ah, okay, sehr schön. Kannst noch aufheben. Achso, still, ich muss mal wieder gießen zur Abwechslung. Ah, oh, die Gießkanne ist so geisteskrank, Alter. Genau, so ist das. Sieht's bei dir aus? Gut. Das heißt, wir können Tiere bestellen jetzt. Day for day for days. 1, 2, 4, 6. Oh, verpisst euch mal. Das gleiche. Oh, goldene Wolle, sehr schön. Und abrum. Ich muss mal schauen, ob wir jetzt noch schön sparen. Weil bis Van wieder kommt, haben wir eh wieder Kohle zusammen, ne? Eine bitte. Danke. Danke. Eine 50 kostet die Scheiße. Gut, eine Aue kann man es leisten, das ist okay. Kurz noch bei den Tieris vorbeischauen hier. Ah, ich glaube, mein Wetterbericht passt, ne? Nehmen wir die raus. Ist er tot? Herbie!
bisschen zum Alten. Keine neuen Aufträge. Komm, gefühlt auch noch einmal im Monat, ne? Auftrag. Alter. Vielen Dank, da habe ich gesucht, was deine Hilfe zu schätzen. Ich kann dich doch nicht ohne Belohnung gehen lassen, oder? Gönn dir. Tomaten. Mach's gut. Wir werden aber noch Tomaten kurz kaufen. Hey! Oh Mann, die verkauft echt nichts mehr, die blöde Sau. Ah, die ist nicht älter geworden, ne? Ja. Erstmal die Felder jetzt clean kriegen, ne? Das ist, dass wir eine saubere Reihe haben. Ich denke, die erste Reihe machen wir so ein bisschen Mischsachen, die wir eh hochzüchten, ne? Dass wir das ein bisschen freilassen. Aber die anderen würde ich dann einfach gern so nutzen. Molly ist fast. Gary ist fast full of. Das passt. Aus. Wird bald blühen. Ja, dann passt es eigentlich. Kannst du bei den Chicks vorbeischauen? Wir sind eigentlich gerade recht strukturiert unterwegs. Ja, passt. Dann gehen wir kurz noch einen Fisch holen. Wir müssen halt noch aufpassen, ob Hui irgendwann mal. Oder kann natürlich auch sein, dass jetzt Nemme rumholt mit dem Kohle geben, weil wir dem alles gegeben haben. Das heißt, dass wir 2000 voll haben. Könnte natürlich sein. Ich denke, früher, was wir da Geldprobleme hatten, vor allem das erste Jahr war ja übel. Da haben wir echt jeden Scheiß gekauft, was bis wenn da war. Dass wir an Kohle gekommen sind, ne? Wirklich daily geschaut, Blumen hier, Blumen da, ne? Im letzten Zwischen, ja, haben wir es halt gegrindet. Ja. Oh, oh. Ja, greift so. Oh. Sortieren. Herbie. Dann gehen wir unser Daily Gericht abholen. Ja, langsam wird's jetzt interessant. Weil langsam jetzt die Möglichkeiten ausgehen. Und ich hab echt, ich sag's wie es ist, die Befürchtung. Weil das Jahr wird man es safe schaffen, noch einen Hühnerstall auszubauen und bei der Düngestreuer zu holen. Dass die nächsten paar Jahre sich ziehen werden. Weil was wollen wir da noch bauen oder richten oder machen, ne? Das Einzige, was wir noch machen können, ist maxen und die ganzen Wunder grinden. Das war's. Ja, gönn dir. Alle Gerichte kochen, ne? Also Zeit haben wir genügend. Melonenkuchen, danke. Alle Fische angeln, ja. Alle Kreuzungen noch machen, das kann man tun. Was ist jetzt? Ja,
ganze 8 Jahre durchhalten, das letzte Jahr durchspielen. Ich sehe es hart, aber es ist schon mal schön, dass Bagi unseren Ofen übernehmen will.